Am Freitag haben die Märkte eine Botschaft gegeben, die möglicherweise wichtig wird für die nächsten Tage, wenn nicht gar Wochen. Erinnern wir uns, wir hatten die zumindest eine Headline besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten. Und was passierte dann? Der Dollar wurde plötzlich stärker. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen, haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Zuvor war 8 Handelstage in Folge zu beobachten, dass die US-Renditen gefallen sind. Und wir haben Gold fallen sehen. Wir haben die realen Renditen, auf die der Goldpreis sehr stark reagierte, plötzlich steigen sehen, weil man sich wohl gesagt hat, okay, vielleicht ist die Lage doch nicht so katastrophal. Vielleicht wird die Inflation dann doch ein bisschen ansteigen. Vielleicht muss die Fed dann doch ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen, um nicht zu viel Inflation hier zu riskieren. Jedenfalls auch die Tech-Werte dann praktisch viel, viel schwächer als andere Indizes. Da ist sehr viel Geld offenkundig in den Russell 2000, in diese US-Nebenwerte geflossen, in den Dow Jones, der hält sich deutlich besser. Aber der Nasdaq, der vorherige Highflyer, deutlich schwächer. Also es haben sich im Prinzip Trends umgekehrt, die vorher Tage, wenn nicht gar Wochen, gefühlt jahrelang der Fall waren, nämlich Stärke von US-Tech-Aktien, Apple und Co., Stärke der Edelmetalle, vor allem Gold und Silber, Stärke der fallenden Renditen sozusagen, nicht Stärke, aber eben fallende Renditen der US-Staatsanleihen, damit fallende Realrenditen, jetzt Anstieg der Inflationserwartungen nach den US-Arbeitsmarktdaten. Die Frage ist, ist das jetzt sozusagen ein Anzeichen dafür, dass der Trend jetzt erstmal wechselt, dass dieser Trend ausgeritten ist, sowohl bei den Edelmetallen als auch etwa bei den US-Tech-Werten, als auch bei den fallenden US-Renditen, dass die möglicherweise jetzt erstmal ihr Tief erreicht haben, als auch beim Dollar, demgegenüber die Stimmung ja so pessimistisch ist wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein regelrechter Stimmungsausverkauf hat da stattgefunden und möglicherweise sind die Positionierungen und die mentalen Positionierungen schlichtweg zu einseitig derzeit, als dass nicht jetzt eine Gegenbewegung einsetzen könnte, die eben dann doch einige auf dem falschen Fuß erwischt, weil alle im selben Boot sitzen und wenn das Boot irgendwie zu voll ist, dann kentert es eben auf die eine oder andere Seite. Das könnte diesmal passieren. Abwarten und Tee trinken. Schauen wir uns erstmal die Dinge an, die vielleicht wichtig sind. Wir haben jetzt ja eine großartige US-Berichtssaison mehr oder weniger abgeschlossen. Es ist so, dass die US-Konzerne um durchschnittlich 22,4% die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Das ist der größte Sprung seit dem Jahr 2008. Wir haben die Situation, dass auch 83% der S&P 500 Unternehmen eben auch die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Das ist der größte Anteil seit dem Jahr 2008. Also die Lage richtig super. Schauen wir uns mal an, was eben vorher mit den Erwartungen passiert ist. Wir haben jetzt insgesamt eben einen Umsatzfall im zweiten Quartal von minus 9,8%, also ein Zehntel des Umsatzes ist weggefallen und gleichzeitig gut ein Drittel des Gewinns ist weggefallen, nämlich minus 33,8% durchschnittlich. Man muss also sozusagen, wenn man diese Abweichungen von der so tief gelegten Erwartung hier feiert, eben berücksichtigen, dass die Erwartung sehr tief gelegt wurde. Das ist vielleicht ein entscheidender Fakt. Und interessant ist auch, dass im Juli die Aktienmärkte weiter gestiegen sind. Der S&P 500, der Leitindex der Welt, praktisch nur noch einen Wimpernschlag vom Allzeithoch entfernt. Aber wir haben jetzt wieder mal, und zwar das dritte Mal in Folge, deutliche Abflüsse aus den Aktienmärkten, entweder aus ETFs oder eben aus Mutual Funds, also aus normalen gemanagten Fonds. Das sind jetzt die größten Abflüsse, die wir seit der Finanzkrise sehen. Das heißt, wir haben die Situation, dass die Aktienmärkte steigen, aber gleichzeitig weiter Kapital diesen Aktienmärkten entzogen wird. Auch das könnte ein Indiz dafür sein, keine Garantie, aber ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise hier jetzt erstmal eine andere Richtung gespielt werden muss. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die jetzt in der letzten Woche auch passiert sind. Wir haben insgesamt 1,9 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung an den Aktienmärkten weltweit hinzugewonnen. Damit stehen wir jetzt über 100% des globalen BIPs in Relation Aktienmärkte zu globalem BIP. Das gab es zuletzt 2018 und für Warren Buffett ist, wie Holger Čepić hier verweist oder darauf verweist,
heißt, immer ein Zeichen, dass die Aktienmärkte zu teuer sind, wenn wir über 100% des BIPs sind. Man kann über solche Kennziffern streiten, aber dass wir nicht billig sind, das scheint klar. Wir sind nicht billig, weil eben die Notenbanken ihre Bilanzsumme ausweiten. Wenn wir uns mal die Bilanzsumme der FED anschauen, den FED Balance Sheet und den S&P 500, dann sehen wir da doch eine gewisse Korrelation. Steigt die Bilanzsumme, dann steigt in der Regel auch der S&P 500. Und was besonders stark gestiegen ist, das sind Firmen oder sind Aktien wie Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tencent, die hier mal verzeichnet sind. Wir sehen hier diese Fahnenstangencharts und mir wird oft gesagt, ja, schön und gut, das zu kritisieren, dass die Märkte zu teuer sind, aber was tun? Und es ist natürlich so, dass in einer solchen Situation der finanziellen Repression die Alternativen schlichtweg fehlen. Eine ist vielleicht der Rohstoffsektor, jenseits jetzt mal der Edelmetalle Gold und Silber. Hier sehen wir, dass wir da in der sogenannten Fang-Bubble, die jetzt hier zu konstatieren ist, bei den herkömmlichen Rohstoffen, also die nicht Edelmetalle Gold oder Silber sind, dass wir da so günstig sind wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also da ist zumindest noch nicht eine Preisübertreibung zu sehen. Soll jetzt keine Anlageempfehlung sein, aber mein Hinweis, was ist eigentlich nicht wirklich teuer? Vielleicht gibt es Gründe, dass es nicht teuer ist. Wir sehen zum Beispiel, dass Kupfer doch deutlich fällt und jetzt auf dem tiefsten Stand, soweit ich das erinnere, seit dem Jahr 2018 ist. Also da passiert was, da passiert eigentlich bei den herkömmlichen Rohstoffen, wird ein bisschen abverkauft, während Edelmetalle etc. nach oben getrieben wurden, aber möglicherweise haben wir jetzt ein Umkehrsignal gesehen am Freitag, wenn nämlich es so ist, dass die Konjunktur sich erholt, damit die Notenbanken möglicherweise weniger tun, dann wäre es eben so, dass gute Nachrichten von der Konjunktur schlechte Nachrichten werden und schlechte Nachrichten ja gute Nachrichten sind. Je höher die Arbeitslosigkeit, so hatte man ja oft den Eindruck in den USA, umso bullischer für die Aktienmärkte, weil man sich gesagt hat, okay, da muss die Fed eben noch mehr tun. Dieses Paradigma könnte jetzt sozusagen weiterlaufen, aber auf der anderen Seite. Apropos tun, wir sehen jetzt die Verhandlungen, sollen wieder aufgenommen werden zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern. Man will jetzt wieder miteinander reden. Warum will man das? Donald Trump hatte ja am Samstag eine Exekutivorder hier in Kraft gesetzt, die einiges abmildert. Da sollen die Amerikaner unter anderem $400 pro Woche bekommen, statt die bisherigen $600. Aber das dürfte dann eine einmalige Geschichte sein mit diesen $400. Das läuft also dann aus. Also muss, so sagt es auch Goldman Sachs, muss irgendwie eine Einigung her und man erwartet seitens der Goldmänner, dass man sich dann irgendwo in der Mitte trifft bei 1,5 Billionen Stimulus. Denn das, was Trump jetzt hier initiiert hat, das würde um und bei so 1,0, 1,1 Billionen Stimulus bringen. Also gar nicht so viel. Das liegt nämlich dann im Volumen auf der Linie der Republikaner, die ja deutlich weniger Geld ausgeben wollen als die Demokraten, die 3,5 Billionen Dollar hier spenden wollen, vor allem den US-Bundesstaaten, den klammen Bundesstaaten spenden wollen. Bundesstaaten ist auch hier ein Thema, denn diese $400, da muss ein Viertel von den US-Bundesstaaten bezahlt werden. Und viele sagen, wir haben das Geld gar nicht, weil wir wahnsinnig unter Druck sind durch diese Corona-Krise, weil wir weniger Einnahmen und stärkere Ausgaben haben. Also das wird jetzt interessant. Es geht also weiter mit diesen Verhandlungen, was zeigt, dass diese Exekutivorder von Donald Trump nicht die Lösung ist. Die Märkte haben es bisher auch so gesehen. Schauen wir uns abschließend noch ein paar Charts an, startend mit dem lieben DAX, meine Damen und Herren, in den Charts von Capital.com. Alle auf Stundenbasis 12.736. Der Index hält sich beachtenswert. Wir sehen den S&P 500 in der Nähe schon der Allzeithochse, wenn er denn kommt. Marker, da ist er, 3.358. Der Nasdaq, das war eben auffällig, am Freitag entgegen der bisherigen Trends deutlich schwächer gewesen als die anderen Indizes. Jetzt aktuell 11.128. Wir haben auch Gold am Freitag fallen sehen, dass sich jetzt so langsam wieder nach oben arbeitet bei 2033. Und wir hatten den Euro-Dollar, der dann nach unten gekommen ist, Dollarstärke. Also jetzt sind wir unter der 1,18er Marke bei 1,1784. Immer mehr jetzt Analystenhäuser, die sagen, wir gehen jetzt Euro-Dollar-Short, weil eben das Sentiment zum Dollar zu negativ ist, weil das ausgereizt ist. Also das könnte vielleicht dann auch für die Aktienmärkte ein Problem werden, die ja in Tandem mit Dollarschwäche gestiegen sind. Wenn Dollarstärke kommt, kann das sozusagen wieder auch ein Zeichen für Risikoaversion sein. Wir werden sehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt einen wunderbaren Start in diesen Handelstag. Bleiben Sie kühlen Kopfes bei diesen Hitzetemperaturen. Bis dann. Servus und ciao.